Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jotun Valhalla Edition. Vielen Dank für den Supportarino bei den kleinen letzten Folgen. Bedanke ich mich jetzt schon mal. Die Weihnachtszeit ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Und wir sind immer noch am selben Bossfight. Vielleicht kriegen wir heute jetzt irgendwie mal zusammengebotscht. Die Fey muss niedergestreckt werden. Ihr habt es gesehen, letzte Folge. Ich habe es immer wieder probiert. Ich habe jedes Mal wieder drauf gekriegt. Heute muss er einfach fallen. Die muss fallen. Komm schon. Nur aufpassen wieder auf mein Leben. Bis jetzt aber noch. Shit. Oh nein. Warum hat die mich getroffen? Warum das? Wie konnte die mich treffen? Ich bin ausgewichen. Schreit's gleich wieder. Boah. Voll daneben geschlagen. Ausweichen. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Wenn ich im richtigen Moment treffe, kann ich, glaube ich, auch die. Die Hämmer wieder zurückschmeißen. Mein Problem ist, ich musste nur richtig treffen. Genau so nämlich. Oh shit. Oh shit. Ist dir nicht gelungen, die Götter zu bestreiten. Naja, probieren wir es halt nochmal. No risk, no fun. Ich hab Zeit. Los, Fey. Schwerer Angriff. Der kleine einzige Soldat. Musik macht's nicht besser, Eddie. Wenn wir irgendwie einen Glitch haben. Jawohl. Das hat schon mal funktioniert. Oh, oh, da weg, weg. Okay, jetzt schmeißt sie wieder. Ja, als ob. Das ist immer noch besser mit dem Hals. Das ist so nervig. Aber Leute, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich werde trotzdem irgendwie versuchen aufzunehmen. Auch wenn man, wenn meine Stimme sich eigentlich nicht so anhört. Weich doch aus.
Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Mann. Holy moly Macaroni. Das ist nochmal geschwind. Bisschen die Lautstärke, glaube ich, runter machen. Vielleicht. Ja, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu wenig. Toll. Danke. So, jetzt. Einatmen, ausatmen. Wusa und ab geht's. Die muss fallen. Das kann jetzt schon wieder eine ganze Folge nur mit Verderbnis und Tod sein. Das geht nicht. Das muss jetzt auch mal wieder ein Erfolg her. Sein, das gibt's nicht mehr. Ich hoffe, ich muss dann nach dem Spiel eine neue Maus kaufen. Das wäre echt fatal. Aber die sollten das abhaben. Sie ja schon mal fast. Wir hatten sie. Entweder ich muss irgendwie. Gibt's doch nicht. Krieg ich Schaden? Gibt's auch? Ne, krieg ich nicht. Okay. Da kriege ich jetzt Schaden ab. Kommt gleich nochmal. Ja, okay, das war Fail.
Yes. Zum Beispiel. Ist auch so eine weirde Sache, warum ich die jetzt nicht getroffen habe die ganze Zeit. Ich habe voll auf die eingeprügelt. Und der hat einfach keinen Schaden genommen. Super, jetzt habe ich Schaden genommen. Ich wieder so vertieft war mit dem. Warum ich ja keinen Schaden genommen habe. Das ist wieder. Oh Mann, ey. Das ist eigentlich schon wieder durch. Eigentlich ist es schon wieder durch. Ich müsste mehr Schaden mit der Axt machen. Der Run ist durch. Das schafft man immer, den Run. Es fängt genauso an wie die letzten Folgen. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's einfach nicht. Ist es einfach so schwierig, mit Maus und Tastatur zu spielen, oder? Zu Schaden oder nicht? Oh. Ich prügel mich doch schon durch. Was wollten ihr denn? Getroffen werden. Und auch auf die Alte. Lebenstechnisch sind wir noch gut. Noch ein
bin ich fertig. Aber die braucht auch nochmal viel. Aber da liegen einfach so viele Leichen rum, dass ich schon langsam immer weiß, wer lebt, wer tot ist. Und das war der letzte Hit. Es ist machbar, es ist perfekt nochmal machbar, das gibt's nicht, ey. Mann, ich hab da am Anfang gute Hits gegeben. Mit vier Schwerangriffen. Ich weiß noch, was halt was effektiver ist. Einzelne Schläge mehr effektiver sind. Ist halt nach ihrem Stampfer schreit und holt halt alle Leute wieder her. So wie jetzt. Ich hau die ganze Zeit auf sie ein und ich treffe rein. Gar nichts. Das ist was, was mich brutal nervt. Ich drück doch im richtigen Moment das.
Das ist über eine Stunde jetzt dann schon mit der... Nur Versagen. Aber ich will es euch auch nicht vorenthalten, das ist halt das. Kriegt die keinen Schaden? Ja, ey, ach. Ja, die... Als ob sie es wusste, dass ich genau dahin renne. Als ob. Das ist wieder so ein Rage-Spiel, ey. Oh. Leute. Macht mich fertig, das sage ich euch, das macht mich fertig. Ja, ach komm, kill mich einfach gleich hier, hopp. Ja, ich weiß. Gott sei Dank haben wir keinen Dead Counter. Das wäre ja noch schlimmer.
Hättet ihr nicht die kleinen Zwerge, wäre das eigentlich easy peasy. Aber durch das, dass sie diese kleinen Männer da hat, kann man diesen blöden Hammer würfen. Ich treffe sie wieder nicht. Ja, das war's wieder. Sterben. Wir haben's. Wir haben's endlich. Leute. Oh. Du hast die Götter beeindruckt. Gott sei Dank. Sem kona og yngrasiskinnið og séut grasi skugga bróður míns. Æviskeið mitt var markað löngun minni til að standa undir nafni mínu og gera föður minn stoltan af mér. Með hverjum mánuðinum sem ég eyddi á sjó að berjast í nafni Óðins sannaði ég mig aftur og aftur. Ég vann mér fljótt inn virðingu föður míns. Það lítur hafa verið samband mitt við föður minn sem kveikti fyrsta neista öfundsíkinar hjá bróður mínum. Nokkrum árum setna tilkynnti faðir minn að við fráfall hans myndi ég taka við sem höfðingi þorpsins. Ég vildi óska þess að ég hefði áttað mig á því þá að þrátt fyrir að þorpið fagnaði var andúðin farin að krauma í hjarta bróður míns.
So, jetzt. Oh nein. Ich hoffe, ich krieg das raus schnell. ja. Aber Leute, das soll's gewesen sein für die Folge. Wir haben endlich Faye besiegt. Mal gucken, was uns im nächsten Abenteuer begegnet. Wie gesagt, wenn es drin ist, dann sorry, wenn ich es rausgeschnitten habe, dann wisst ihr nicht warum. Ha! Nein, mein Mikrofon war auf einmal einfach aus. Von daher, checkt gerne die Videobeschreibung aus. Lasst gern ein Like da, abonniert, kommentiert. Schaut auf Twitch vorbei, schaut auf Instagram vorbei. Auch da bin ich unterwegs. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Jotun Valhalla Edition. Bis zum nächsten Mal.